Davut Tuma, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten hier im Biberer Berg. Wir haben gerade eben in der Reportage schon gesagt, bei so einem ekligen Start, direkt mit der ersten Aktion 0-1 in Rückstand gehen, so zurückzukommen, auch ein bisschen eine Charakterfrage auf schwierigen Rasen. Wie würdest du es bewerten? Ja, ich denke mal, es ist auf jeden Fall richtig gesagt. Mit dem frühen Gegentor war erstmal nicht so gut für uns, aber ich denke mal, dass wir dann unser wahres Gesicht gezeigt haben in den weiteren Minuten. Ja, haben versucht, das so schnell wie möglich zu beheben, das Problem, das Gegentor. Und ich denke, das ist uns recht gut gelungen. Man hatte so richtig den Eindruck, erst so zurückarbeiten in die Partie und dann über den Dosenöffner den Freistoß auch spielerisch wieder richtig Groß Asbach unter Druck setzen können. Ja, das ist richtig gesagt. Man hat gesehen, der Platz heute war natürlich nicht der beste. Es ging darauf an, dass es ein Kampfspiel wird. Ich denke, wir haben den Kampf gut angenommen und haben uns dann letztendlich selbst belohnt, indem wir die Grundtugenden auf den Platz gebracht haben. Wir wollen dann ganz gerne mal mit dir über das 2:1 reden. Vielleicht erstmal, also ein Tor, das du ja im Grunde genommen selber einleitest. Vielleicht kannst du es uns gerade mal schildern aus deiner Sicht. Ja gut, das Spielfeld, also das Spiel wird gut verlagert auf die andere Seite. Der Ball kommt zurück. Hab den erst auf meinen linken starken Fuß. Im Endeffekt hatte ich dann eine Idee, hab die versucht umzusetzen und ist mir gut gelungen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, also ich weiß nicht, so in einem vollen Stadion hättest du wahrscheinlich 10.000 Leute hier gehabt, die schieß doch endlich gerufen hätten. War das einfach Freestyle im Grunde genommen oder schon so vorgehabt, dass du den erst vorbeilegst? Ja, ich sag mal so, ich hatte den auf meinen starken linken Fuß. Im Endeffekt müsste ich normalerweise direkt abziehen. Wie gesagt, die Idee kam mir einfach und bin sehr glücklich darüber, dass es so geklappt hat, wie ich es mir vorgenommen habe. So gerade du und auch Serkan über die Außenbahnen, schon auffällig gewesen, ganz, ganz oft, dass er diese Kreuzläufe so auf die andere Seite gemacht hat. War das irgendwie heute das Rezept? Ja gut, wir versuchen halt immer so flexibel wie möglich zu sein, ne? Dass der Gegner sich so schnell wie möglich auf uns einstellen kann und dass wir immer für Überraschungen gut sind. Das ist halt unsere Idee und das versuchen wir halt immer so gut wie möglich umzusetzen, sodass halt einfach ganz viel Flexibilität und halt Überraschung dabei ist. Herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten gegen Sonnenhof Groß Asbach und das ja, man muss es wirklich sagen, nach dem ekligsten möglichen Start auf gefrorenem Geläuf mit der ersten Aktion in Rückstand gegangen, aber ihr habt eine richtig gute Antwort gefunden. Kann man so sagen. Also ich glaube, nach dem 1:0 so zurückzukommen, spricht für den Teamgeist, spricht für die Mentalität der Mannschaft. Wir haben das 1:0 sehr, sehr schnell und gut weggesteckt mit dem Freistoß von Tunay, aber auch davor schon haben wir in Ansätzen gezeigt, wo das Spiel, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Und da haben wir keinen Tick aufgehört, dran zu glauben, dass wir das Spiel drehen können. Ich glaube, das ist der Grundbaustein, auf dem Geläuf die Bedingungen anzunehmen, bereit zu sein, mehr zu investieren als der Gegner, auch vom Kopf her. Und ich glaube, nach 90 Minuten hat man gesehen, dass wir gewollt waren, das Spiel unbedingt zu gewinnen. Und das haben wir dann auch Gott sei Dank geschafft. Also es ist wirklich extrem auffällig, auch gerade nach Standards. Du hast den Freistoß von Tunay Dennis angesprochen, aber auch insgesamt die Standards sind ja wirklich brandgefährlich bei euch aktuell. Wie ist das? Pusht du und Tunay Dennis ihr euch gegenseitig? Ich meine, ihr seid ja beide Leute, die gerne den Freistoß oder den Eckstoß schießen. Ja klar, also ich glaube, es gehört dazu. Also wir wissen alle, was für einen Fuß der Tunay hat. Ich glaube, allzu sehr pushen braucht man den Tunay nicht. Der weiß, was er kann, der weiß, was für ein Gefühl der in seinem Fuß hat. Kurz ein, zwei Worte mitgeben, für sein Selbstvertrauen, aber den Rest erledigt er halt super. Aber auch die anderen Standards, sei es die seitlichen Freistöße, sei es die Eckbälle. Ich glaube, das sind Aktionen, mit denen man leicht ins Spiel finden kann, mit denen man sich Vertrauen holen kann, über die man einfache Tore machen kann. Und ich glaube, die Devise ist einfach mit allem, was man hat, in die Standards reinzugehen, sowohl der Schütze als auch die einlaufen. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man dann durch Standards trifft. Das Prozedere vor jedem einer solchen Standards ist ja, dass du und der Tunay, ihr sprecht euch kurz ab. Geht es dann nur darum, wer ihn ausführt oder was wird dann da besprochen?
Oh, also wer ihn ausführt, ist eigentlich grundsätzlich abgesprochen und eingeteilt. Ja, es gibt manchmal natürlich Situationen, in denen es vielleicht ein bisschen unklar ist, aber da sprechen wir eigentlich eine Sprache, der Tunay und ich, und wissen eigentlich sofort, wer den Ball auszuführen hat. Und dann, wie gesagt, wird da kurz der andere gepusht. Ja, und dann ist das Ding auch gegessen und dann liegt es dann nur noch an dem Schützen, beziehungsweise an denen, die einlaufen, mit voller Überzeugung da reinzuspringen, den Ball vors Tor zu bringen und das Ding dann reinzuhauen. Du durftest dich ja heute in die Torschützenliste eintragen. Dem ging ja relativ geschickter körperlicher Einsatz vorher deinerseits voraus. Vielleicht kannst du es uns kurz schildern. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, als Außenspieler zu versuchen, hinter die letzte Kette zu kommen. Der Fetschi macht es auch überragend, also, und der Mike auch natürlich. Die bespielen die Räume super und ja, war dann ein Laufduell mit dem Gegner. Ich war einen Schritt vor ihm. Hab gemerkt, er kommt vielleicht an den Ball dran, hab kurz meinen Körper eingesetzt und hab mir dann so halt den Raum verschafft. Ja, und dann, Gott sei Dank geht er dann ins lange Eck zum entscheidenden, in dem Fall entscheidenden 3-1 rein. Und hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan, aber ich glaube, alleine Tore zu schießen ist immer schwer dazu. Dazu gehört auch die Mannschaft und die macht es in dem Fall super. Und ja, ich durfte den Ball dann einfach nur noch reinschieben und auf jeden Fall ist ein Riesenstein von meinem Herzen gefallen. Malte Karpstein, herzlichen Glückwunsch zu den 3 Punkten. Gerade in der ersten Halbzeit, ja wirklich, ja, eine richtig starke Antwort, die ihr da gefunden habt auf einen wirklich sehr ekligen Start. Ja, auf jeden Fall. Sind schwierig ins Spiel reingekommen, haben ein bisschen die Aggressivität vermissen lassen. Sind dann auch früh in den Rückstand geraten durch einen Eckball oder einen Freistoß war das. Aber dann sind wir aufgewacht, haben gut Druck gemacht, viele Torchancen rausgearbeitet und uns dann auch belohnt. Vielleicht, da du ja auf der Innenverteidigerposition direkten Kontakt zu ihm hattest, sicherlich ein ganz auffälliger Spieler beim Gegner, Marvin Kuni, der Top-Torjäger der Regionalliga. Wie hast du ihn heute in den 90 Minuten wahrgenommen? Ja, der ist immer mal für ein Tor gut. Das hat man gesehen, der hat eine sehr gute Schnelligkeit, einen guten Körper. Aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht, haben den eigentlich ja, wenig zu seinem Spiel kommen lassen. Und ja. Kann man das vielleicht heute, gerade auch in der ersten Halbzeit, so richtig als ins Spiel reingearbeitet beschreiben? Ja, ich denke schon. Wie gesagt, schwierig reingekommen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen geschlafen. Mussten uns auch ein bisschen an den Platz anpassen und denke, umso besser haben wir es dann Mitte der ersten Halbzeit und vor allem in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen das ist, aber nun ist es jetzt halt mal in der Welt, dass du jetzt wieder mit dem Treffer gegen Waling vorgelegt hast. Man hatte das Gefühl, der Zieliński, der war heute hoch motiviert, hier wieder nachzuziehen. Ist das tatsächlich ein Thema zwischen euch oder ist das einfach die Grundkopfballgefährlichkeit bei euch bei Standards? Thema ist es gar nicht. Also wir haben nicht einmal darüber geredet und wir wollen halt einfach Tore machen. Jetzt sieht man es bei ihm auch, dass er auch richtig zum Kopfball hingeht und ja, das ist gut für uns. Und ich hoffe, dass er auch noch viele Tore schießt. Wir haben jetzt gerade eben mit Serkan Firat schon über die Standards aus Sicht des Schützen gesprochen. Jetzt vielleicht mal aus Sicht derjenigen, die dann für die Kopfbälle und die Treffer zuständig sind. Was ist da entscheidend, wenn der Freistoß reinsegelt? Oder die Ecke? Entscheidend ist das Timing, wie du dich freiläufst. Es kommt halt immer darauf an, wie die spielen, ob die im Raum stehen oder gegen Mann spielen. Heute war es vielleicht ein bisschen schwerer. Und ja, halt einen guten Laufweg finden und gutes Timing. Und das scheint ja bei euch in der Mannschaft richtig gut zu klappen. Also auch wenn es jetzt heute nach Ecken nicht mit dem Treffer geklappt hat, grundsätzlich die Standards immer alle sehr gefährlich. Ich denke auch, ja. Tunay bringt sehr gute Freistöße, Serkan auch. Und wir probieren da alles reinzuhauen, uns in den Ball reinzuschmeißen. Und auf gut Glück fliegt dann auch meiner rein. Dann sage ich recht herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach unserem Spiel. Kickers Offenbach gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Ich darf natürlich die beiden Trainer recht herzlich auch begrüßen hier oben. Hans-Jürgen Beusen und Sreto Ristić und darf den Hans-Jürgen auch gleich bitten um sein Statement zum heutigen Spiel. Ja, vielen Dank. Ja, zunächst Glückwunsch an Sreto und sein Team zum hochverdienten Sieg.
Der Anfang war natürlich nach unserem Geschmack. Wir sind früh in Führung gegangen und ich denke, dass die Anfangsphase sehr ordentlich war. Allerdings auch schon vor dem 1:1 hatten wir einige heiße Situationen, insbesondere bei den Freistößen, die zu häufig waren zu unserem Tor, Gefahr in Verzug. Und am Ende war der Ausgleichstreffer natürlich auch mehr als verdient. Es gibt unzählige Dinge, die ich festgestellt habe und zum Ausdruck bringen könnte, was ich aber nicht tun möchte, weil es muss ja weitergehen. Der OFC war uns in zu vielen Belangen klar überlegen. Die Leichtfüßigkeit, die Präzision, die Kombination, die Torgefahr, die hat ausgereicht, um uns, wie schon erwähnt, hochverdient zu besiegen. Und insofern haben wir heute wieder festgestellt, dass sowohl Kickers Offenbach sowie auch andere Mannschaften, die da oben in der Tabelle platziert sind, noch nicht unsere Kragenweide sind. Da hinken wir in einiger Hinsicht hinterher und das bedeutet, dass wir nach wie vor viel Arbeit vor uns haben werden und wir werden natürlich unser Ziel weiterhin hartnäckig verfolgen, so wie es der OFC auch tut. Und ich drücke natürlich die Daumen für den weiteren Verlauf für den OFC. Und Niederlagen schmerzen immer, aber ein bisschen weniger, wenn es gegen den OFC ist. Dankeschön. So, Dankeschön, Sreto. Ja, erstmal danke Hans-Jürgen für die Glückwünsche. Ich denke schon, dass wir heute verdient gewonnen haben, wobei man sagen muss, dass wir die ersten 15, 20 Minuten auch erstmal ins Spiel reinfinden müssten. Wie der Hans-Jürgen schon gesagt hat, gleich der erste Standard gegen uns, liegen 1-0 hinten, haben eben ein paar Minuten gebraucht, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es die Mannschaft über die 70 Minuten richtig gut gemacht, hat immer an sich geglaubt und hat dann einen verdienten Ausgleich gemacht und weiterhin auf das Siegtor gespielt. In der Halbzeit haben wir uns genau das vorgenommen, stabil stehen zu wollen, gegen den Ball gut zu arbeiten und dann eben immer wieder unsere Momente zu haben, die dann auch noch zu zwei Toren geführt haben. Ich denke, dass die Mannschaft heute wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, vor allem nach dem Rückstand so ruhig zu bleiben und einfach auf diesem schwierigen Boden trotzdem versucht hat, Fußball zu spielen, den Gegner unter Druck zu setzen und immer wieder auf das Siegtor zu spielen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht so lange hier, ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass alle 11 und auch die Jungs, die draußen waren, wirklich diesen Sieg unbedingt holen wollten. Und darüber bin ich froh und glücklich, aber auch stolz, wie die das gemacht haben. Den Groß Asbachern wünsche ich und Hans-Jürgen natürlich weiterhin viel Erfolg. Der Hans-Jürgen hat eine richtig gute Mannschaft beisammen. Der hat ein paar Jungs dabei, die wirklich mit sicher eine Zukunft haben, höher Fußball zu spielen. Und es ist gar nicht so einfach, gegen die Fußball zu spielen. Weiterhin viel Erfolg, viel Glück für euch und für uns gilt es ja Samstag. Blickt nach vorne. Vielen Dank. So, ich blicke mal in die Runde. Gibt es denn noch Fragen an die beiden Trainer? Jörg? Ja, mal ausnahmsweise zur ersten Frage an den Gast, Hans-Jürgen Boysen. Sie sind zum ersten Mal, glaube ich, als gegnerischer Trainer hier am Biebrer Berg gewesen. War das ein merkwürdiges Gefühl, wenn man da so als Gegner hier im Stadion ist? Nee, es war nicht merkwürdig, es war genauso schön wie früher immer. Und Frage an Sreto Ristić. Sie haben es angesprochen, die Mannschaft ist ruhig geblieben. Was war denn die, was hat Sie denn da besonders dran beeindruckt? Das war ja wirklich ziemlich eindrucksvoll, wie die Mannschaft dann diesen Rückstand auch erstmal akzeptiert hat. Was ist da passiert in den Köpfen sozusagen der Spieler, dass die da so ruhig bleiben? Das sind die Aufgaben, das ist der Plan, also eigenes Spiel zu verfolgen und sich nicht beirren zu lassen. Ich meine, das wird mit Sicherheit nicht immer funktionieren, aber je öfter wir das durchziehen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, an sich selber dann auch das Glauben zu finden und weiterhin zu machen. Das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Wir wissen, dass wir Waffen haben, dass wir aus ruhigen Bällen Sachen machen können.
Nur man muss dann irgendwann mal auch Freischüsse und Eckbälle auch bekommen. Und das sind alles so die Impulse, die Jungs wirklich von der ersten Minute schon in den letzten Wochen versucht haben, immer wieder umzusetzen. Und mittlerweile ja, haben wir auch draußen das Gefühl, jederzeit könnte was passieren. Meine Frage an die, vor allen Dingen die Außenbahnspieler, vor allen Dingen die rechte Seite, weil gerade in über weite Strecken sehr stark. Mike Vetter kommt immer besser rein. Wie sehen Sie diese Besetzung sozusagen? Hilft das, wenn man auch mal über einen längeren Zeitraum zusammenspielt? Also Stichwort, die Mannschaft nicht verändert ist. Ja, ich denke nicht, dass es schadet. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Jungs sich finden und auch eben solche Erlebnisse auch haben, wo es erstmal nicht läuft und die sich da zusammenraufen können und weiterhin den Plan verfolgen und dann es eben zum Erfolg kommt, das fördert. Und das ist mit Sicherheit auch positiv für die Zukunft. Wir wünschen uns, dass es von vornherein nicht ein 1-0 oder 0-1 Rückstand gibt, sondern dass wir immer führen, aber das ist eben nur ein Wunschkonzert. Das ist, wie gesagt, ich freue mich riesig für die Jungs, die haben sich auch jetzt die 2 freie Tage verdient, weil dann geht es wieder Schlag auf Schlag. So, ich schaue mal, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann, wie gesagt, der SG Sonnenhof, alles Gute. Vielen Dank. Auch dir, Hans-Jürgen. Und wir sehen uns wieder heute in einer Woche. 14 Uhr dann gegen FK Pirmasens. Danke, einen schönen Tag, schönes Wochenende und bleibt gesund. Dankeschön.